To Webinar. Webinare leicht gemacht. zur Verfügung stehen im ING Markets Club unter der Thematik Veranstaltungen. Dort ist eine Rubrik der Webinare und da sind auch dieses dann morgen, genauso wie alle anderen bisherigen Webinare, als Aufzeichnungen für Sie abrufbar, sodass Sie dort in aller Ruhe diese Vorträge nochmal angucken können, vor allem dann auch, wann Sie es möchten, stoppen und wieder loslegen, wann es Ihnen am günstigsten erscheint. Für diejenigen, die es möchten, kann man auch über das Kontaktformular des ING Markets Club diese Informationen als Handout anfordern. So, gehen wir gleich hier in Medias Res, in der Hoffnung, dass die Technik funktioniert. Und das tut sie. Das ist schon mal der erste Schritt. Sehr schön. Also, erste Frage: Warum können gleitende Durchschnitte uns überhaupt irgendwelche Dienste beim Trading leisten? Das ist doch eigentlich ein bisschen seltsam. Also, warum funktionieren sie? Das ist wichtiger als die Antwort auf die Frage, wie sie funktionieren, obwohl wir uns das natürlich auch gleich angucken werden. Aber die gleitenden Durchschnitte funktionieren nur deswegen, weil sie als Instrument von den meisten Tradern auch benutzt werden. Das klingt blöd, ist aber so. Denn letzten Endes ist bei den GDs, wie man sie abgekürzt nennt, letzten Endes auch dasselbe Phänomen vorhanden wie bei allen markttechnischen Indikatoren. Ein MACD, eine Stochastik, ein RSI, das sind alles Indikationen, die nichts anderes sind als mathematische Ableitung all dessen, was wir ja schon auf dem Tisch haben. Also der bereits gehandelten Kurse. Wie können die imstande sein, die Zukunft vorherzusagen? Das ist unmöglich. Das wäre genauso, als würde man sagen, gut, ich bin jetzt für meinen Teil seit 47 Jahren auf der Welt und habe dementsprechend die Ahnung zu wissen, aus dem, was bisher passiert ist, weiß ich jetzt, was morgen und übermorgen passiert. Blödes Zeug. Nein, letzten Endes geht es darum, dass diese gleitenden Durchschnitte tatsächlich nur deswegen funktionieren, weil die Marktteilnehmer sie benutzen. Aber warum nicht? Da diese gleitenden Durchschnitte tatsächlich sehr regelmäßig und intensiv genutzt werden, muss man sie auch als Instrument ernst nehmen und mitnutzen. Das macht Sinn. Und dementsprechend hat es schon was für sich, wenn so mancher Chart aussieht, als wären da ein paar Krampfadern durchgezogen in Form massig gleitender Durchschnitte, denn die spielen schon eine große Rolle, sodass man sie nicht als störendes Beiwerk interpretieren sollte, sondern wirklich in ihrer Funktionalität schätzen sollte. So, man kann sie in jeglicher Weise nutzen als Trendlinie, Unterstützung, Widerstand oder auch als Basis von Handelssystemen. Das schauen wir uns alles jetzt in den nächsten Minuten an. In der Hoffnung, dass wir das jetzt prima geht wieder. Also, wie funktionieren gleitende Durchschnitte? Im Endeffekt genauso wie markttechnische Indikatoren. Sie sind also mathematische Ableitungen der bisher gehandelten Kurse. Ein gleitender Durchschnitt ist das, was er eigentlich aussagt, nämlich ein Durchschnittswert der letzten x Tage. 20, 200, 50, 100 oder 10 Tage. Es gibt alle möglichen Varianten, dazu kommen wir gleich noch. Es ist im Endeffekt also die Addition der beispielsweise der Schlusskurse der letzten 20 Tage im DAX, der Handelstage natürlich, geteilt durch 20. Das ist ein einfacher gleitender Durchschnitt. Es gibt allerdings verschiedene Berechnungsweisen und eine ganze Menge unterschiedlicher Zeitansätze. Kurze GDs, langfristige GDs etc. etc. Das gucken wir uns im Einzelnen jetzt mal an, denn letzten Endes ist es wichtig, den richtigen GD auch für den richtigen Trading-Ansatz einzusetzen. Zu der Berechnungsmethode vorab. Das ist zwar jetzt nicht so lebenswichtig, weil man bei den meisten Chartprogrammen, auch denen wie Guidance zum Beispiel aus dem Market Club, das Ihnen ja kostenlos zur Verfügung steht, oder bei einigen Kursseiten, regelmäßig solche gleitenden Durchschnitte vorgerastet bekommt. Das heißt, man braucht nur auf den Knopf drücken, dann ist das Ding drin im Chart. Aber es wäre vielleicht wichtig, das auf jeden Fall mal zu wissen, wie werden die berechnet und vor allem, was gibt es für Varianten. Der Standard ist ein linearer gleitender Durchschnitt. Das bedeutet, dass alle Kurse beispielsweise eines 20-Tage-Durchschnitts dasselbe Gewicht in der Berechnung haben. Wie eben schon angesprochen, bedeutet das also, man nimmt die letzten 20 Handelstage, addiert die Schlusskurse und teilt sie durch 20. Und dann hat man den Standard GD für 20 Tage. Es gibt allerdings auch andere Berechnungsformen, zum Beispiel die exponentielle und die gewichteten. Es gibt übrigens auch geometrische etc., aber das sind wirklich Exoten, die braucht kein Mensch. Exponentiell und gewichtet bedeutet, dass diese GDs so strukturiert sind, dass die aktuellsten Kurse jeweils ein höheres Gewicht in der Berechnung haben als die alten. Die also nach hinten vom Tellerrand fallen, weil
sie nicht mehr der 20. letzte, sondern der 21. letzte Tag waren, die fallen ganz raus und der 20., der 19., der 18. sind also von der Gewichtung in der Berechnung des gleitenden Durchschnitts deutlich weniger relevant als die aktuellen Tage. Der Grund ist, dass man damit die Reaktionsgeschwindigkeit dieser gleitenden Durchschnitte auf Trendwechsel erhöhen möchte. Der Nachteil dieser Geschichte ist, in der Regel werden sie nicht benutzt, sodass man im Endeffekt mit einem solchen gleitenden Durchschnitt nicht weit kommt. Denn, auch wenn das irgendwo nachher nochmal erwähnt wird, das Entscheidende ist natürlich, ein gleitender Durchschnitt, den nur Sie benutzen, zum Beispiel einer der letzten 117 Tage oder sonstige Exoten, bringt Ihnen nichts. Denn auch wenn Sie versuchen, über langfristige Charts einen bestimmten gleitenden Durchschnitt zu errechnen, der die meisten Bewährungspunkte hat, ist das immer dann ein ganz großer Zufall, wenn Sie der Einzige sind, der ihn benutzt. Denn wenn das irgendein Exot ist, 17 Tage, 63 Tage oder sonstiges Zeug, und Sie haben in einem Chart über 5 Jahre relativ viele Punkte, an denen der Index oder der Aktienkurs oder was auch immer an diesem gleitenden Durchschnitt wieder nach oben oder nach unten dreht, ist das Zufall. Es gibt ganz bestimmte standardmäßig eingesetzte gleitende Durchschnitte mit bestimmten Zeitrastern und an denen orientieren sich die Marktteilnehmer. Dass das nicht immer funktioniert, ist völlig klar. Aber darum geht es ja immer. Wir müssen so viele Werkzeuge als Anleger wie möglich einsetzen, um aus diesem Werkzeugkasten den besten Schnitt rauszukriegen. Sie können nicht immer einen Erfolgstrade haben, Sie können nicht immer gewinnen. Und nicht immer funktionieren gleitende Durchschnitte, Trendlinien, Widerstände, markttechnische Indikatoren. Aber in ihrer Gesamtheit bilden sie das Bild, das man als Anleger braucht, um eine Entscheidung zu treffen. So, also, was sollen gleitende Durchschnitte können? Wir haben grundsätzlich eigentlich eine ganz simple Geschichte. Ursprünglich sind die Dinger dazu da gewesen, mit einem Blick besser identifizieren zu können, ob der Trend nach oben oder unten gerichtet ist und ob er noch intakt ist. Das war alles. Im Prinzip sind das also nichts anderes als, ja, sagen wir mal, Sehhilfen. Und man kann bei einigen Programmen auch zum Beispiel den Chart völlig ausblenden und nur noch den gleitenden Durchschnitt drin lassen. Die Kurse sind weg, der GD ist da und da kann man dann mal nach dem Auge zum Beispiel traden und sagen, solange wie hier im Beispiel beim MDAX die 200-Tage-Linie aufwärts gerichtet ist, bleibe ich im Endeffekt in meinen Long-Positionen drin. Das hat den Vorteil, dass man sich von starken Kursausschlägen nicht irritieren lässt. Das war die ursprüngliche Überlegung und sowas kann man natürlich auch machen, wenn man ganz langfristig investiert. Aber, wie gesagt, die GDs können heutzutage mehr, weil man sie eben für mehr Funktionen einsetzt. Hier haben wir eine Abbildung, in der ein gleitender Durchschnitt als Widerstand respektive Unterstützung fungiert. Im Endeffekt ist es so eine Art wandelnde Trendlinie. Das haben wir hier bei Dollar-Yen, dem Kursverlauf vom Frühjahr bis zuletzt vor einigen Tagen. Sie sehen, dass diese Linie hier relativ oft, ich muss jetzt hier mal mit dem Zeichenstift arbeiten, zack, damit Sie es auch sehen können, dass diese Linie hier relativ oft von den Kursen nicht gekreuzt, sondern eben, nein, anders ausgedrückt, diese Linie bietet hier eine Unterstützung und da einen Widerstand. So ist es besser ausgedrückt. Das heißt, die Kurse kreuzen nicht einfach kreuz und quer über dieses Level, sondern man sieht eindeutig, diese Linie hat Bedeutung. Schon hier vor Beginn der großen Abwärtsbewegung hat man gesehen, dass an der 20-Tage-Linie die Kurse sich zur Wehr gesetzt haben. Die Bullen haben versucht, das Level von Dollar-Yen oberhalb der 20-Tage-Linie zu stabilisieren. Als es dann zum Bruch kam, ging es relativ zügig abwärts. Auch hier war mehr oder weniger einige Tage lang ein Kampf um die 20-Tage-Linie zu sehen. Man sieht zum Beispiel hier am Tageshoch dieser langen weißen Kerze, dass das Hoch genau an der 20-Tage-Linie war. Beim zweiten auch. Dann gelang es zumindest mal, die Schlusskurse unter dieser 20-Tage-Linie zu halten. Als diese dann aber überwunden wurde, war nach einiger Zeit kein Widerstand mehr da und man hat zugelassen, dass die Kurse weiter steigen. Und als Unterstützung diente sie dann wieder hier, wo auch der blaue Pfeil hin zeigt. Mehrere Tage lang gelang es, den Break unter diese Linie zu verhindern. Später dann, im August, wurde sie zum Widerstand. Hier genauso wie hier. Also, man sieht schon, dass eine solche 20-Tage-Linie von recht hoher Bedeutung ist. Und sie ist es auch für insbesondere die Tagesbasis beim Trading. Denn man sieht, die Marktteilnehmer benutzen sie und sie ist oft, nicht immer, aber oft, auch ein Ersatz für nicht vorhandene Trendlinien.
würde man versuchen, hier eine Abwärtstrendlinie einzuzeichnen, könnte man jedes Hoch mit einem anderen verbinden, aber immer nur zwei. Es ist keine Trendlinie möglich, die immer wieder bewährt wird. Immer wieder gibt es einen steileren Winkel innerhalb dieser Abwärtsbewegung, aber die 20-Tage-Linie, die ist als Widerstand bewährt. Wenn man sowas sieht im Chart und merkt, Menschenskind, ich kriege nie mehr als zwei Punkte verbunden mit so einer Abwärtstrendlinie, dann sollte man sich diese gleitenden Durchschnitte unbedingt angucken. Dann sind sie in der Regel die, die den Widerstand darstellen und an denen sich die Marktteilnehmer orientieren. So, Hintergründe dieser Funktionalität. Also, ich hatte es eingangs schon angesprochen, möchte es aber nochmal hervorheben. Es gibt keine logisch herleitbare Funktionalität gleitender Durchschnitte. Bei charttechnischen Widerständen oder Unterstützung ist das ja anders. Da kann man in der Tat formulieren, wenn eine Unterstützungsmarke beispielsweise durchbrochen wird und danach zum Widerstand wird, dann ist sie, je öfter sie vorher getestet wurde und erfolgreich getestet wurde, ein massiver Widerstand, weil auf diesem Niveau dann starke Verkäufe einsetzen, all derer, die auf dem Niveau oberhalb gekauft haben und jetzt froh sind, ihr Geld wieder zu haben. Da kann man immer eine gewisse Logik bilden. Bei gleitenden Durchschnitten funktioniert das nicht. Dementsprechend ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass diese Dinger keine Zauberkraft haben, sondern nur eins von vielen Werkzeugen ist. Und es ist damit ja auch logisch, dass also ganz spezielle gleitende Durchschnitte, die kein Mensch benutzt außer Ihnen, nicht funktionieren können, weil die Marktteilnehmer nicht wissen, dass sie sich gefälligst am 137-Tage-Durchschnitt zu orientieren haben. Und dementsprechend sollte man die Standardeinstellung benutzen. Hier eine Übersicht. Die gängigen Zeitraster für gleitende Durchschnitte sind 20 Tage, wie eben schon gesehen bei Dollar-Yen. Das ist für kurzfristige Analysen ein Klassiker. Dann gibt es noch die 38-Tage-Linie. Die wird weniger benutzt, ist aber eigentlich auch ein Klassiker. Muss man immer mal einblenden, wenn man es kann, um zu gucken, ob irgendwer sich daran orientiert. Das passiert ab und an beim FAZ-Index, ja, da wurde das Ding immer benutzt. Auch das Handelsblatt hat beim DAX die 38-Tage-Linie benutzt und die Amerikaner nutzen die ab und zu. Aber sie ist eher ein Exot. Man kann aber immer mal ein Auge drauf werfen und sagen, Mensch, funktioniert das Ding oder nicht? Standard ist aber 20 Tage auf Tagesbasis. Für kurz- und mittelfristige Analysen werden gerne auch 50-Tage-Durchschnitte gebildet. Das ist vor allem bei den amerikanischen Indizes der Fall, auch bei den Aktien dort. Also US-Werte werden und US-Anleger richten sich gerne nach dieser 50-Tage-Linie, muss man im Hinterkopf behalten, wenn man eine Analyse von US-Aktien oder Indizes macht. 100 Tage, 200 Tage, das sind längerfristige Analysen, da interessiert es also eher weniger, was ganz kurzfristig passiert. Das ist für langfristige Positionen wichtig, wenn man sagt, ich investiere oberhalb der 200-Tage-Linie, da ist nämlich der Trend dann long, also aufwärtsgerichtet, fällt ein Index oder eine Aktie unter die 200-Tage-Linie, kann man grundsätzlich short gehen. Das ist so die Grundaussage. Aber die 200-Tage-Linie ist halt für mittel- und langfristige Investoren wichtig, da sind aber auch so manche Fonds und Versicherungen dabei. Das heißt, die 200-Tage-Linie hat große Bedeutung, immer wieder, gerade bei Indizes, nehmen wir zum Beispiel als Beispiel den DAX, der im Verlauf dieses Jahres 2013 schon zweimal an der 200-Tage-Linie wieder nach oben drehen konnte. Eine ganz wichtige Marke, und bei einem gleitenden Durchschnitt ist es ja so wie bei Trendlinien auch. Je öfter ein solcher gleitender Durchschnitt getestet wird und je öfter er sich als relevant erwiesen hat, desto höher ist die Bedeutung. Denn wenn zweimal in diesem Jahr auf der 200-Tage-Linie beim DAX gekauft wurde, und zwar massiv gekauft und eine Abwärtsbewegung gestoppt und wieder nach oben gedreht wurde, dann bedeutet das, dass da unten eine ganze Menge Leute eingekauft haben und beim Bruch dieser Linie auch entsprechend wieder aussteigen würden, weil sie sagen, okay, wir haben es versucht, es hat nicht geklappt, der DAX ist kurzfristig jetzt erstmal oder mittelfristig jetzt mittlerweile bärisch geworden unter dieser Linie. Also die hat hohe Bedeutung auch für kurzfristige Aktivitäten, wenn sich der DAX dem nähert. Das ist aber nicht damit zu verwechseln, dass der Daytrader jetzt unbedingt mit der 200-Tage-Linie hantieren muss, denn die ist ja in der Regel weit weg. Die 20-Tage-Linie begleitet den Kurs viel enger, aber die 200-Tage-Linie, also der Durchschnitt des Kurses, der ist von fast 10 Monaten, ist letzten Endes meistens weit weg. Spannend wird es immer nur, wenn diese Linie sich dem Kurs nähert.
Für Intraday-Trading hier unten sind zudem oft im Einsatz Kombinationen 9, 18, 27 und 12, 24, 36. Das sind so kurzfristige Handelseinstellungen für Daytrader oder auch kurzfristige Akteure, die auch mal über den Tag hinaus agieren, je nach Einstellung im 5-Minuten-Chart 15 oder 60 Minuten. Das sind die drei Zeitraster, die man im kurzfristigen Trading nutzt. Es gibt auch immer die Möglichkeit, auf Minutenbasis oder 30-Minuten-Basis Einstellungen zu machen. Die nutzt nur keiner, also kann man es gleich sein lassen. Man wird auch sehen, dass diese Linien unterschiedlich funktionieren. Es kommt darauf an, ob es Aktien sind oder Indizes. Das muss man einfach mal ausprobieren und auch in den entsprechenden Zeitrastern. Oft ist es beim kurzfristigen Trading so, je stärker die Volatilität ist, desto kürzer sind die Zeitraster, in denen die GDs funktionieren. Bei Trends, die sich relativ ruhig und gemütlich bewegen, funktionieren in der Regel die 60-Minuten-Charts mit einer dieser beiden Einstellungen recht gut. Wenn es aber hektisch wird, wie beispielsweise jetzt eben in den letzten 3, 4, 5 Handelstagen, dann sind es oft die 15- und 5-Minuten-Einstellungen, mit denen die Trader arbeiten, dann auch mit diesen gleitenden Durchschnitten, aber eben dann geht es darum, dass das 5 Minuten mal 12, mal 24, mal 36 sind, die als gleitende Durchschnitte dann in den Charts zu sehen sind. Kann man auch bei einigen Systemen einstellen, wenn man Intraday-Charts hat. So, also gucken wir uns mal an, was die gleitenden Durchschnitte als Instrumente der Charttechnik so können. Also das erste ist mal eine quasi wandelnde Trendlinie, wie schon gezeigt bei Dollar-Yen vorhin, jetzt als Beispiel beim Bund Future. Hier sehen wir den Kursverlauf vom April bis Juli im deutschen Bund Future und sehen, diese 20-Tage-Linie ist permanent im Einsatz. Hier war sie eindeutig eine Unterstützungslinie, hat also mehr oder weniger die Aufwärtstrendlinie ersetzt, die es eben nicht gab. Und als diese 20-Tage-Linie brach, wurde sie sofort zur Widerstandsmarke. Hier, hier und hier zum dritten Mal wurde der Bund Future im Zuge seiner Abwärtsbewegung genau an diesem gleitenden Durchschnitt nach unten abgewiesen. Und das bedeutet, das Ding ist wichtig. Wenn man so etwas sieht, kann man davon ausgehen, dass sich die Marktteilnehmer nicht in der nächsten Woche von dieser 20-Tage-Linie abwenden und sagen, gucke ich nicht mehr hin, brauche ich nicht. Nein, sie wird weiterhin von Bedeutung sein. Dementsprechend war sie auch zum Beispiel Anfang Juli stark umkämpft. Und als es dann doch zum Durchbruch nach oben kam, da gingen die Kurse dann auch entsprechend weiter nach oben. Klar, hier gab es eine Mini-Mini-Überschreitung, aber da muss das Auge ran. Niemand kann Ihnen sagen, dass man zum Beispiel 0,2% oder 0,5% über einem gleitenden Durchschnitt oder unter einem gleitenden Durchschnitt schließen müsste, um ein valides, gültiges Signal zu haben. Gibt es nicht. Es ist immer Emotion dabei, immer kurzfristiges Trading. Handelsende beim Bund Future ist 22 Uhr. Wer weiß, wenn es bis 22:30 gegangen wäre, hätte der Kurs vielleicht auch unter dieser Linie geschlossen. Da muss man halt schlicht und ergreifend mit Auge arbeiten und letzten Endes auch mal damit leben, dass man kurzzeitig auf der falschen Seite erwischt wird, wenn man sieht, ups, das sieht nach einem Ausbruch aus, dann ging es doch wieder drunter, man geht short, dann geht man wieder long. Aber wenn man einen gewissen Puffer einbaut, sagt man, okay, das ist nicht signifikant genug und geht wirklich auch erst hier auf der Long-Seite wieder in den Markt rein. So, das ist mal diese sogenannte wandelnde Trendlinie. Was es auch gibt, einfach die Funktion als Widerstand und Unterstützung. Das heißt, man kann hier keinen Trend draus machen, das ist der DAX in diesem Fall, und zwar vom Mai bis Juli, aber man sieht trotzdem, diese Linie hat kurzfristig Bedeutung. Trendlinie ist das nie im Leben, aber immer wieder wurde der DAX beispielsweise hier an der 20-Tage-Linie abgewiesen, hier nochmal ganz heftig und dann, als es drüber rausging, stieg der Index sukzessive wieder kräftig an. Also auch da eine hohe Relevanz der 20-Tage-Linie. Und hier sehen wir nochmal die Situation, die ich vorhin angesprochen hatte, nämlich die 200-Tage-Linie ist hier noch mit im Spiel. Das ist eine immens wichtige Unterstützung gewesen. Die ist zwar nicht horizontal und nicht logisch herleitbar, weil eben im Gegensatz zu chartstechnischen Unterstützungen, die horizontal sind, hier ja die Linie immer in Bewegung ist. Aber sie hat psychologische Bedeutung und danach richten sich die Marktteilnehmer. Dementsprechend wurde hier Ende Juni die 200-Tage-Linie mit richtig Schwung angelaufen, aber genau da schloss der DAX Ende Juni und drehte dann wieder nach oben. Hat nicht lange vorgehalten, es bedurfte noch eines zweiten Tests der 200-Tage-Linie. Nur wenige Punkte unterhalb
pardon, oberhalb dieser 200-Tage-Linie drehte der DAX Ende Juli wieder nach oben und konnte sich dann sukzessive ein paar Tage später nach Gegenwehr auch über die 20-Tage-Linie befreien. Eine solche Situation ist klassisch und ein guter Beleg dafür, wie intensiv diese gleitenden Durchschnitte genutzt werden. Weiter im Text. Hier haben wir Leitlinien der Kursbewegung auch als Beispiel, einfach mal um zu gucken, wie wichtig sind die Dinger. Und bei Apple ist das eine wichtige Geschichte gewesen. Auch hier muss man klar sagen, wenn man sich den Chart anschaut, auf den Cent genau darf man hier nicht arbeiten. Aber man sieht schon, diese steil hier nach unten laufende Linie, das ist der 100-Tage-Durchschnitt gewesen. An dieser 100-Tage-Linie ist Apple mehrmals nach unten abgewiesen worden. Die 20-Tage-Linie hier, die hatte eigentlich relativ wenig Bedeutung. Denn, wie gesagt, in Amerika nimmt man 50- und 100er-Linien lieber her als die 20er. Die ist einfach da nicht so intensiv genutzt. Trotzdem hatte sie dann Bedeutung bekommen Ende Juli, als die Quartalszahlen von Apple dazu führten, dass die Aktie endlich die Trendwende nach oben hinbekam. Interessanterweise nämlich wurde Apple kurz vorher, ein paar Tage vor der Veröffentlichung der Quartalsbilanzen, ausgerechnet auf Höhe der 100-Tage-Linie hier nach unten abgewiesen. Auf Höhe der 20-Tage-Linie schloss die Aktie dann an dem Tag, an dem nach Börsenschluss um 22.30 Uhr dann die Quartalsbilanz auf den Tisch kam. Das war eine perfekte Basis für einen Aufwärtsimpuls, wären die Zahlen gut gewesen. Aber genau das waren sie eben auch. Es waren gute Zahlen, nachbörslich ging es nach oben und zum Beginn des regulären Handels eröffnete Apple dann schon einen Riesensprung höher, fast 20 Dollar höher, hier in diesem Bereich. Und damit wurde erstmal die 20-Tage-Linie als Sprungbrett benutzt und das Kaufsignal intensiviert, indem gleich zur Eröffnung die 100-Tage-Linie, an der die Aktie vorher 1, 2, 3 Mal abgewiesen wurde, übersprungen wurde. Und das war eine mitentscheidende Basis für den weiteren Kursanstieg der Aktie. Also 50er- und 100er-Linien sind in den USA einfach gängiger als die 20-Tage-Linie. Die war zwar hier ausnahmsweise mal die Plattform, kann aber auch ein bisschen Zufall gewesen sein, denn ein Zehntiger ist deutlich. Bei den US-Werten ist eine 20-Tage-Linie nicht so bedeutsam, sonst würden die Kurse nicht dauernd rauf, runter, runter, rauf über diese Linie kreuzen, ohne dass sich da effektiv was tut. So, seitwärts laufende GDs, na, die sind nix. Das Problem ist, in Seitwärtstrends funktioniert eigentlich nichts, außer Oszillatoren, also markttechnische Indikatoren, wie beispielsweise ein kurzfristiger RSI oder eine kurzfristige Stochastik. Aber gleitende Durchschnitte verlieren auch dann ihre Bedeutung, vor allem die kurzfristigen, in dem Augenblick, wo sie die Trendneigung verlieren. Anders ausgedrückt, solange ein gleitender Durchschnitt wie der 20 Tage hier beim DAX abwärts läuft, ist ein prima Widerstand. Er ist eine gute Unterstützung, solange er nach oben läuft. Aber hier, in dieser Phase, die sich ja dann noch eine Weile fortgesetzt hat, bevor es jetzt zum Ausbruch nach unten kam, in dieser Phase verliert er wirklich an Bedeutung. Denn wenn er seitwärts läuft, dann haben weder Bullen noch Bären die Basisintention zu sagen, ist mein Widerstand, ist meine Unterstützung, dann wird das Ding genauso schwer eingrenzbar, wie kurzfristige Widerstände oder Unterstützungen es auch sind. Also, eine gewisse Neigung sollte der Index haben und daraus abzuleiten, eine gleitende Durchschnittslinie, ob 200 Tage, 50, 100 oder 20, völlig egal, ist dann besonders funktionsfähig oder zuverlässig, wenn sie zum Beispiel als Unterstützung in einer Aufwärtsbewegung dient, indem auch der gleitende Durchschnitt mitsteigt. Genauso ist eine 20-Tage-Linie besonders dann als Widerstand zuverlässig, wenn sie ebenfalls fällt. Das heißt, in dieser Phase hier ist die Geschichte noch ziemlich wackelig. Das heißt, der DAX hat sich hier oberhalb der 200-Tage-Linie hier nicht mit dem Bild wieder fangen können, lief nach oben, aber die 20-Tage-Linie ist noch nicht gestiegen. Dass wir hier an dieser Linie wieder nach oben abgedreht sind und damit den Kursanstieg des DAX dann zementiert haben, ist nicht Zufall, aber man konnte sich nicht darauf verlassen. Zuverlässiger wurde es in dieser Situation, als auch die 20-Tage-Linie diese Aufwärtsbewegung begleitet hatte. Bis es dann in die Seitwärtsbewegung überging, dann sollte man solche gleitende Durchschnitte unbedingt nur noch mit höchster Vorsicht, sprich mit der Kneifzange, anfassen. So, was kann man mit den Dingern machen?
Übrigens, wir nähern uns jetzt dem Ende des Vortragsbereichs. Das heißt, jetzt kommen noch einige Beispiele zu Handelssystemen, dann sind wir durch. Wenn Sie also bis zu den Punkten, die ich bis jetzt genannt habe, Fragen haben, könnten Sie die schon mal sukzessive im Chat formulieren und schon mal rausschicken. So, gleitende Durchschnitte als Basis von Handelssystemen. Ja, warum nicht? Natürlich kann das funktionieren, alleine deswegen, weil wir gesehen haben, die Marktteilnehmer orientieren sich dran. Also kann man die Dinger natürlich auch als Signalgeber automatisieren, wenn man das möchte oder wenn man das kann. Das ist natürlich eine Sache der Programmierung, es sei denn, man hat jemanden zur Hand, der einen das mal schnell als Programm eintippt. Ansonsten muss man da das gute alte Auge benutzen, aber eben ein System dahinter setzen. So, hier zum Beispiel ein 15-Minuten-Chart, ganz kurzfristig also, der zeigt die Phase hier von Anfang August und einen steigenden S&P 500 in den USA, relativ kräftig steigend. Und da sehen wir Folgendes. Wir haben hier die Kombination 9-18-27 als gleitende Durchschnitte eingeblendet im 15-Minuten-Chart. Das ist also hier, jede Kerze sind 15 Minuten. Und das hier ist zum Beispiel Trade Signal Online. Es gibt auch bigcharts.com als Basis für solche Möglichkeiten, dass man Intraday-Charts mit solchen gleitenden Durchschnitten versehen kann. Aber auch Guidance kann das. Also gucken Sie mal, wie Sie das zum Beispiel auf der ING Markets Club-Seite umsetzen. Es fällt auf, dass diese gleitenden Durchschnitte den Trend nicht nur begleiten. Klar werden die mitgeschleppt, wenn die Kurse steigen, ist ja logisch. Aber man sieht hier zum Beispiel, dass man sich offensichtlich gehütet hat, dieser bösen roten Linie zu nahe zu kommen. In Kombination war diese blaue Linie nicht so wichtig, die ganz kurzfristige, auf 9 mal 15 Minuten. Aber die 18 und 27 haben in diesen Tagen immer wieder die Basis für neue Käufe dargestellt. Hier wurde es schon mal knapp, da ging es runter bis auf die grüne Linie, aber auch dort starteten die Kurse dann wieder durch, liefen an der blauen entlang und wurden hier immer wieder gestützt, bis diese drei Linien alle drei unterschritten waren. Und in dem Augenblick war es vorbei mit der Aufwärtsbewegung. Man sieht also, die kurzfristigen Trader nutzen diese kurzfristigen Linien auch. Nicht immer. Es kommt immer auf die Volatilität an. Manchmal muss man diese Einstellung, wie vorhin schon erwähnt, auf den 60-Minuten-Chart setzen. Und wenn richtig Hektik abgeht, dann muss man auch die 5-Minuten-Einstellung mal einblenden und gucken, funktionieren diese Linien da? Wenn ja, heißt das, dass diejenigen, die momentan gerade mit Masse am Werk sind im Handel, diese Orientierung benutzen. Und dann können Sie das natürlich für sich ebenso einsetzen und sagen, ich bin hier long und gehe dann raus, wenn diese drei Linien unterschritten sind. Das machen die anderen auch, also nichts wie aufgesprungen auf den Zug. Denn da ist es schon mal ganz sinnvoll, dass man mit dem Strom schwimmt und nicht sagt, ich habe mein eigenes System. Denn im Endeffekt, wer das meiste Geld in den Ring wirft, gewinnt, die Bullen oder die Bären. Und wenn man rauskriegt, was die machen, dann ist man ganz gut bedient, wenn man es auch tut. So, das ist Nummer eins. Eine andere Variante, das hier ist der DAX Future, ist eine Kombination von zwei Linien, hier zum Beispiel die Kombination 24-36 in einem Stundenchart. Aber hier sehen wir schon, in Seitwärtstrends häufen sich Fehlsignale. Das ist hier zum Beispiel der Fall, wo sie mal drunter und drüber gehen. Das ist jetzt eine blöde Phase. Das Problem war einfach, dass dieser Chartanbieter nicht ewige Zeiten mit 60-Minuten-Charts zurückzublenden ist und wir hier einen Vortrag halten, nachdem der DAX 6 Wochen seitwärts gelaufen ist. Da sind Beispiele für wirklich dynamisches Trendverhalten im DAX natürlich etwas dünn gesät. Aber man sieht auch hier, dass die grundsätzliche Orientierung an solchen gleitenden Durchschnitten durchaus funktioniert. In Trendphasen natürlich immer mehr als hier, als wir in einer 220-Punkte-Spanne zwischen 8415 und 8465 seitwärts gelaufen sind. Trotzdem, das Grundprinzip ist natürlich funktionsfähig. So, ja, und hier haben wir nochmal, diesmal wieder den Bund Future Chart, eine ja, relativ einfache Struktur, indem man einfach sagt, wir nehmen die 20-Tage-Linie beim Bund Future als Signalgeber. Einfach weil man sieht, dass die Marktteilnehmer sich daran orientieren. Und ich gehe long, wenn wir über die 20-Tage-Linie laufen, signifikant, ist es zum Beispiel hier, mache eine Long-Position auf und steige hier aus, weil wir in dem Augenblick unter die 20-Tage-Linie gerutscht sind. Wechsle die Seiten und gehe short. Bleibe so lange short, bis die 20-Tage-Linie, das kann man nicht gelten lassen, hier signifikant überwunden wurde. Das kann man als ganz einfaches Handelssystem schon mal nutzen.
Voraussetzung, wie unten nochmal erwähnt, bloß nicht in einem Seitwärtstrend anwenden. Da sollte man die Finger davon lassen, wobei man grundsätzlich natürlich sagen muss, in einem Seitwärtstrend sollte man eh nicht dabei sein. Bringt ja nichts. So. Nummer 2, ich bin erstaunt, dass ich hier, irgendwas ist mit der Nummerierung da oben etwas schief. Eigentlich müssten wir schon bei Bild Nummer 4 sein, aber nicht aufgeben, passt schon, ist im Endeffekt ja auch wurscht. Hauptsache, es sind nicht dieselben Inhalte drin, sondern nur die Zahlen passen nicht. Also, 200 Tage als Leitlinie, 20 Tage Linie als Signalgeber. Das ist ein Handelssystem, das eigentlich ganz gut funktioniert. Die Grundidee ist folgende. Man sagt sich, wie ein mittel- oder langfristiger Anleger auch, oberhalb der 200-Tage-Linie gehe ich nur long. Ich gehe also immer mit dem Trend und bürste nicht gegen den Strom. Ist immer gefährlich, kann zwar klappen, muss aber nicht. Grundsätzlich ist das eben so, diese Scheidemarke. Oberhalb der 200-Tage-Linie geht man long, unterhalb der 200-Tage-Linie geht man short. Es sei denn, man agiert kurzfristig. Denn, wie beim DAX schon zu sehen, da kann man natürlich schon eine ganze Menge Honig rausholen aus so einer Abwärtsbewegung oberhalb der 200-Tage-Linie. Wenn man aber ein Handelssystem umsetzen möchte und nicht kurzfristig agiert, dann ist das keine schlechte Idee. Das heißt, ich sage, oberhalb dieser Linie gibt es nur für mich Long-Positionen, und zwar in dem Moment, in dem die 20-Tage-Linie überschritten wird. So, da gehe ich also long, bleibe long, bis wir signifikant unter diese Linie rutschen, mit diesem Minuszeichen hier indiziert, und steige aus. Ich gehe also nicht short, sondern bleibe neutral, bis wieder der Break über die 20-Tage-Linie erfolgt. Gehe hier wieder in eine Long-Position raus, steige hier wieder aus, hätte übrigens nichts gebracht, aber nur der Trade. Bleibe wieder neutral in der Abwärtsbewegung, weil wir oberhalb der 200-Tage-Linie sind. Gehe hier wieder long und erst wieder raus, wenn wir unter die 20-Tage-Linie fallen. Das wäre zum Beispiel ganz schön ergiebig gewesen. So, das ist eine relativ simple Methode für ein Handelssystem per Auge. Okay, man kann natürlich gucken, dass einem irgendwo ein grünes Lämpchen aufblendet im Büro, wenn diese Konstellation erfüllt ist. Aber das ist ja eine Sache, die arbeitet auf Tagesschlusskursbasis. Da kann man einmal am Tag hingucken und sagen, jawohl, haben wir erfüllt, machen wir. Und es ist ein einfaches, aber doch recht effektives Handelssystem. Das heißt, unterhalb der 200-Tage-Linie, was hier in dem Fall ja nicht in dem Chart abgebildet ist, würde man dann zum Beispiel nur dann short gehen, wenn der DAX unter die 20-Tage-Linie fällt. Und wenn er wieder drüber läuft, neutral bleiben. Das Ganze also auf den Kopf gestellt, sobald man sich unter dieser grünen 200-Tage-Linie befindet. So, jetzt haben wir hier auch noch Daytrading als ganz kurzfristige Variante. Und zwar im DAX Future mit 15 Minuten Chart und den GDs auf 12 und 36 mal 15 Minuten. Hier kann man beispielsweise einzelne Positionen über diese Linien installieren. Wenn man zum Beispiel sagt, ich gehe long, wenn die 36-Tage-Linie, also diese langsame hier, überschritten wird, steige aber sofort aus, wenn ich unter die 12-Tage-Linie rutsche. Das ist einfach eine Art, um sicherer zu gehen, dass man relativ schnell aus der Position rauskommt und nicht nur diese eine Linie benutzt. Denn beim Intraday-Trading ist einfach das Risiko groß, dass man ansonsten mal ganz schnell rasiert wird, weil eine solche lange Kerze im Bereich einer solchen Linie dann bedeuten würde, dass man womöglich den ganzen Gewinn schon wieder verloren hat, bis da ein erster Schlusskurs unter der Linie zustande kommt. Denn letzten Endes geht es ja darum, dass die Kerze da auch schließen muss. Und wenn die dann auf einmal lang und länger wird, tja, dann wird es etwas unangenehmer. Deswegen orientiert man sich für den Einstieg an der langen Linie, für den Ausstieg an der kurzen. Hier also zum Beispiel Break unter die 36er Linie, die rote. Dann gehen wir hier auf der Short-Seite rein und steigen wieder aus, sprich nehmen die Gewinne mit hier, nachdem die 12 mal 15 Minuten Linie, der sogenannte 12er GD, überschritten wurde. Bleibt dann neutral, bis man hier ein Long-Signal erhält, geht da weiter mit und steigt wiederum aus, wenn die kurze Linie unterschritten wird. Da gibt es alle möglichen Varianten natürlich. Das ist eine Möglichkeit, die funktioniert ganz gut, aber eben nicht immer. Dementsprechend ist es wichtig, dass man hier ein bisschen mit diesen einzelnen Einstellungen experimentiert und natürlich auch mit dem Zeitraster. 15 Minuten, 5 Minuten, 60 Minuten. Es gibt, wie gesagt, je nach Volatilität Schwerpunkte. Im Augenblick zum Beispiel, während wir hier sprechen, ist eigentlich am zuverlässigsten beim DAX die 60-Minuten-Einstellung, obwohl es recht hektisch zur Sache geht. Aber man hat den Eindruck, da in den 60-Minuten-GDs, da wird mehr agiert
als im kurzfristigen Fenster. So, ja, das war's mit dem regulären Teil. Jetzt können wir zu den Fragen übergehen. Wie immer am Schluss der Tipp für Sie, wenn Sie eher noch zu den Einsteigern gehören, also noch nicht einige Jahre als Anleger auf dem Tacho haben, dann ist diese Broschüre eine ganz gescheite Geschichte. Herausgegeben von der ING Markets für den Anleger, selbstverständlich dementsprechend auch kostenfrei. Sie können sie entweder bestellen über das Kontaktformular oder Sie laden sie herunter unter der hier eingeblendeten Internet-URL https://ingmarkets.de/trading-broschüre. Achten Sie darauf, kein Ü einzugeben, das funktioniert ja im Webbrowser nicht, deswegen steht hier Broschüre. Diese Broschüre umfasst all das, was man so wissen sollte für den Einstieg, zum Beispiel wie und wo setze ich Stopkurse, was sollte man auf keinen Fall als Anfänger tun, wie agiere ich am gescheitesten mit meinem Kapital und vieles mehr. Verständlich geschrieben, übersichtlich gemacht und auch noch umsonst. Das ist eine Kombination, wo man sagt, das sollte man wohl mal mitnehmen. So, und ich verschwinde hier mal aus meinem Zeichenmodus, damit ich mal gucken kann, was sich im Chat tut. Im Moment noch nichts. Ich hoffe, dass ich eine Info kriege von der Moderation, ob Fragen da sind, welche Fragen da sind. Wir warten jetzt einfach noch ein paar Minuten ab, ob etwas kommt, in der Hoffnung, dass ich hier was hinkriege, dass ich Fragen bekomme, denn leider hatten wir da auch eine Zeit lang technische Probleme. Wenn es also in ein paar Minuten nicht dazu gekommen sein sollte, dass ich Fragen beantworte, weil hier einfach keine eingeblendet wurden, dann bitte ich schlicht und ergreifend um Vergebung und Verzeihung, aber dass diese sich dann aus technischen Gründen nicht ändern. Im Augenblick sehe ich hier noch nichts. Ich gebe einfach mal hier die Frage ein, falls die Moderation in Frankfurt mich womöglich nicht hören kann. So, ich hoffe, dass die da nicht alle auf... Ah ja, die Frage nach dem Handout ist gekommen, wie ich sehe, also auf gut Deutsch, da rührt sich was, das ist schön. Ja, ein Handout ist natürlich zu bekommen, es wird also eine PDF-Datei erstellt, die Ihnen dann entsprechend zugeschickt wird. Die Präsentation herunterladen wird nicht funktionieren, soweit ich weiß, aber man kann sie angucken, ist ja auch, sie steht Ihnen ja immer zur Verfügung. Das heißt, Sie können jederzeit im Markets Club da draufklicken und Sie sich 5, 6 oder 7 Mal angucken. Beziehungsweise natürlich Markets Club, Personen, die nicht im Markets Club sind, denen kann man sie schlecht weiterleiten, denn es ist ja exklusiv für Sie als Mitglieder des ING Markets Club gemacht. Dementsprechend kann man da keinen Download machen, den man dann als File an andere weiter verschicken kann. Die müssten dann auch in den Markets Club hinein oder man lässt sich das Handout zuschicken, sprich als PDF-Datei, dann kann man das natürlich interessierten Personen weiterleiten. Das ist natürlich kein Problem. Dieses Handout kriegen Sie, wie gesagt, über das Kontaktformular im Markets Club. Bitte einfach darum bitten, sich ein Handout an Ihre E-Mail-Adresse schicken zu lassen, mit natürlich der Angabe, welche Thematik war es. Also in diesem Fall gleitende Durchschnitte, dass man da nicht in Tüdel kommt. Wir haben ja mittlerweile schon eine ganz schön große Bibliothek an da kommt noch eine Frage rein, Augenblick, an Webinaren. Die Frage lautet, warum verwenden Sie keine überschneidenden Durchschnitte, zum Beispiel 9er, 18er? Das ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar, was die Frage bedeutet, weil macht man ja. Ja? Also ob man jetzt die Einstellung 9, 18, 27 hat oder 12, 24, 36, es gibt keine überschneidenden Durchschnitte, gleitenden Durchschnitte können sich immer überschneiden, je nach der entsprechenden Situation. Also so gesehen ist mir die Frage nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Vielleicht kann das der Fragesteller noch etwas präzisieren. Denn was auf Tagesbasis, die Tagesbasis angeht, auch da überschneiden sich ja gleitende Durchschnitte jederzeit. Aber diese Kombination, dass man zum Beispiel sagt 20-50, macht man ja, selbstverständlich. Das habe ich ja auch im Zuge der einzelnen Handelssysteme erklärt, dass man zum Beispiel solche Systeme benutzt. Wenn die Frage allerdings darauf abzielt, dass man sagt, warum
verwenden Sie nicht als Handelssystem ein Überschneiden der Durchschnitte. Das heißt zum Beispiel, dass man sagt, ich gehe long, wenn die 20-Tage-Linie die 50-Tage-Linie nach oben durchbricht. Dann sei die Antwort zweigeteilt. Erstens, kann man machen, habe ich auch in einem anderen Webinar zum Beispiel zu einfachen Handelssystemen auch erwähnt. Das habe ich nur hier nicht auch noch mit dabei. Aber der Nachteil der Geschichte ist, dass diese Überschneidungen je nach Zeitraster sehr unzuverlässig sind. Das ist das Problem. Man hat letzten Endes zum Beispiel bei dem Break der 20-Tage-Linie über die 200er, was grundsätzlich ein sehr negatives oder wenn es von unten nach oben geht, sehr positives Signal ist, einen wahnsinnigen Zeitnachlauf. Das heißt, normalerweise laufen die Kurse dann schon 2-3 Wochen nach oben, bevor dieser gleitende Durchschnitt die 200-Tage-Linie überschreitet. Dementsprechend ist man meistens ziemlich hinten dran. Benutzt man aber, wie hier in der Frage gestellt, gleitende Durchschnitte mit Zeitraster 9 Tage, 18 Tage, dann hat man das Problem, dass die meisten Marktteilnehmer dieses System einfach nicht benutzen. Und dann ist man ebenfalls natürlich auf einem unsicheren Terrain, weil man der Einzige ist, der sagt, das ist ein Long-Signal. Ich habe mich hier also auf die Standards beschränkt. Das sind alles Sachen, die man machen kann. Unter dem Strich ist aber das Problem schlicht und ergreifend, dass man der Einzige ist, der es dann nutzt. So, jetzt habe ich hier noch eine weitere Frage. Sehr häufig sieht man, sehr häufig sieht man EMA 50 und EMA 200 in den Analysen. Warum werden hier nicht die einfachen GDs verwendet? Also die mit EMA ist dann Exponential gemeint. Gut. Die Frage nach den überschneidenden GDs ist auch schon geklärt worden. Da habe ich also am Schluss doch noch die richtige Kurve gekriegt, was gemeint war. Ja, warum sieht man diese exponentiellen gleitenden Durchschnitte? Ehrlich gesagt, gute Frage, weil in der Regel funktionieren sie schlecht. Es kommt immer darauf an, wer die Analyse macht. Sie werden auch relativ oft Analysen sehen, in denen beispielsweise nicht der linearen Charts abgebildet wird, sondern die logarithmischen. Das ist eine prima Sache, um über lange Frist besser zu zeigen, wie stark ein Kurs gestiegen ist in der Relation zu früheren Jahren, weil es immer prozentual gleichgesetzt bleibt. Aber es ist für charttechnische Analyse ziemlicher Käse, weil nur ganz wenige Leute das benutzen. Dementsprechend ist eine Trendlinie, die man da entdeckt, wahrscheinlich eine, die sonst keiner in Betracht zieht. Und das ist ähnlich mit diesen Exponential Moving Averages. Die Regel ist schlicht und ergreifend, dass letzten Endes die Standard, also die ganz regulären Linien, da kommt noch eine Nachfrage, die ganz regulären Linien benutzt werden. Also hier nochmal die Exponential Moving Average, Standard und Weighted. Wann benutzen Sie welchen Durchschnitt? Schlicht und ergreifend, ich benutze für meine Analysen immer nur die Standards. Diese gewichteten Dinger sind ein Problem, weil sie von einer Minderheit benutzt werden. Und wenn es nur eine Minderheit von Marktteilnehmern ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Linien dann greifen, gering. Davon mal abgesehen, dass man in der Regel keine so wahnsinnig großen Unterschiede hat. Also ich würde mal sagen, die 200-Tage-Linie ist weighted oder exponential nicht meilenweit von der Standard weg, wenn man den DAX nimmt. Aber unter dem Strich, wie gesagt, ich benutze grundsätzlich nur den Standard, den normalen gleitenden Durchschnitt ohne Gewichtung, weil er in der Regel der ist, der von der Mehrheit der Marktteilnehmer benutzt wird. Es sei denn, ich merke in einer Analyse, dass da irgendwas nicht stimmt. Dann gucke ich natürlich, werden hier möglicherweise exponentielle gleitende Durchschnitte benutzt, beispielsweise vielleicht bei Rohstoffen oder Devisen, wo kurzfristige Trader anders arbeiten, wo zum Beispiel computergesteuerte Handelsprogramme das Geschehen dominieren und die anders arbeiten. Aber in der Regel, nein, nutze ich die Standardeinstellung. So, wenn ich das richtig sehe, haben wir die Fragen durch. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie den Abend mit uns hier zusammen verbracht haben. Das können wir auch gerne wieder machen. Wir haben noch eine ganze Menge in petto in den nächsten Wochen und Monaten, was wir an Webinaren für Sie zur Verfügung stellen. Natürlich immer kostenfrei, natürlich immer unter der Markets Club Seite später auch abruf und nochmal ansehbar.
Und ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht, hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.